Also, ich möchte euch allen, unsere Gäste aus Eritrea, vorstellen. Die Namen kenne ich nicht, aber jetzt können sich die Jungs selbst vorstellen, wie sie heißen. Wie heißt du? Henok. Joel. Amon. Filmon. Ich heiße Hermon. Und was macht ihr da heute bei uns in St. Gertrud? Soll ich morgen sagen? Ich habe gefragt, was macht ihr, also eure ganze Gemeinde hier in St. Gertrud? Wir tun beten und wir und der Hermon und ich und der Amon und der wir haben noch mit anderen gesungen. Aha. Und was möchtest du noch dazu sagen? Hat Spaß so gemacht. Ja, aber warum seid ihr alle so zusammengekommen? Habt ihr heute eine Feier oder was? Ja. Und was für eine Feier ist das? Ja, das war ja zum Beten, zum Andenken an Gott einfach. Ja, das machen wir öfters. Das macht man hier öfters. Wir gehen sogar manchmal in andere Städte, nach Nürnberg oder nach Italien manchmal. Aha. Und gibt es auch ein gutes Essen? Ja. Sabchi und Shuro. Das ist auf unsere Sprache gemacht. Aha. Daita. Sabchi, Shuro, Daita. Daita bedeutet Shuro. Daita bedeutet mit Shuro. Erst kommt Daita und dann kommt die Shuro. Und dann muss man die Shuro nehmen und dann mit den Fingern essen. Und das schmeckt dann lecker. Ja. Danke schön. Also dann wissen wir schon, wie die Jungs heißen, was sie feiern und dass sie ein gutes Essen heute haben.